Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deponia. Rufus wurde von Gizmo ins Gefängnis gesteckt und die Organon-Leute versuchen, die Elysianerin bei Wenzel abzuholen. Wir müssen irgendwie aus dieser Zelle herauskommen und jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir das hin? Wir versuchen mal die Katze auf... Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! 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 Frechheit siegt! Also dieser Gizmo scheint jetzt nicht gerade unbedingt so der Schlauste zu sein. Hier sieht ja noch alles relativ normal aus. Wir müssen hier zu Wenzel. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein! Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja... Ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Voll gelogen, sie ist gar nicht im Keller. Rufus. Rufus, geht da raus. Rufus? Oh nein, wir kommen hier nicht raus. Schrank. Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. So, was müssen wir jetzt machen? Wir können nur die Tür hier... Ich muss sie verbarrikadieren. Mit der Wünschelrute.
So begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! Ja, und damit herzlich willkommen im zweiten Akt von Deponia. Und jetzt müssen wir mal rausfinden, wie es hier weitergeht. Wir müssen also Goal irgendwie da drüben hinbekommen. Zur Tunnelpassage. Dafür haben wir ja eine ganze Menge Sachen wieder. Wir gucken mal, was wir jetzt hier alles so machen können. Wir gucken uns mal Goal an. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Oh, ja, das war ein Versehen. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Da ist Goal bestimmt dafür. So, hier ist der Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Was steht denn da hinten? Das ergibt keinen Sinn, oder? Da oben ist ein O. Ja, ich glaube, das gibt keinen Sinn. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Das hier ist, ja, also der erste Teil von Deponia ist nicht vorbei. Das ist jetzt nur Spiel 1 von 3 und der zweite Akt. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, irgendwie, wir hätten schon Deponia 1 durchgespielt. So, hier geht's zum Kran. Hier war gerade noch irgendwas anderes. Wir gehen erstmal zum Kran, oder? Nach oben können wir gehen. Zum Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Okay, wir haben hier noch den Kranarm. Bis zum Horizont, Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Aber das war doch der Text vom Horizont. Wir wollen doch hier Kranarm. Bis zum Horizont, Tetanus. Es wird Zeit. Nee, wir gehen mal zum Kran. Das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Vielleicht kannst du sie mit dem Kran abholen. Guck mal, da gibt es so Greifer. Da kann man doch vielleicht hier die Goal und so. Da gibt es nichts mehr zu entdecken, oder? Nee. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ja,
Das wird doch wieder lustig hier. So, was haben wir denn hier? Wartungskasten? Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Weg damit. Okay. Mehr ist wohl nicht zu holen. Ohne die Sicherung werden wir wahrscheinlich hier nicht starten können. Jetzt komm schon! Verdammt! Tja, da müssen wir, glaube ich, erstmal nach oben gehen. Wir gucken, ob wir irgendwo eine andere Sicherung herbekommen. Also er geht hier raus, der kommt da hinten wieder. Wie soll man denn hier wissen, wann man wohin gehen muss oder was? Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Okay, den Kranarm konnten wir uns nicht anschauen. Können wir denn hier entlanglaufen? Vielleicht da hinten zur Tunnelpassage? So, da hätten wir schon mal ein Minenbike. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie kriegen wir dieses Minenbike natürlich jetzt dazu, für uns zu fahren? Oh, guck mal, da ist sogar eine kleine Ratte. So, hier oben ist ein Hebel. Ich sehe ein Rätsel auf uns zukommen. So, wir gucken uns das Minenbike mal an. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Wir gucken, ob das Ding fährt. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. So, Screenshotchen. So, hier sind Ratten unterwegs. Wir gucken uns mal den Schrotthaufen an. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Da sind Vögelchen. Hier ist irgendwie was runtertropft. Schrott, Mountainbike, Minenbike. Mal gucken, ob wir hochkommen in die Schaltzentrale. Wo ist denn hier der Eingang, ha? Geht's hier drüben raus? Nee. Was ist das hier? Weichenstellkasten. Gut, den gucken wir uns mal an. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Ah, verstehe. Hier hinten können wir zum Viadukt gehen. Okay. Schrotthaufen haben wir hier. Da oben Vögelchen, die zwitschern die ganze Zeit. Hier ist noch ein Schaltkasten. Wo war es gerade? Schaltzentrale. Achso. Dann gehen wir erstmal zum Viadukt. Sonst finde ich jetzt hier nichts mehr. Wir gehen mal zum Viadukt. Huh, wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide? Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Okay, dann müssen wir uns mal angucken, den Doc. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Wir gehen mal hin. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Wer bist du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich.
Ich bin auch ein Bastler. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Okay, was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit bis zur unteren Aufstiegsstation? Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach: Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das Minenbike nicht anspringt. Wenn zum Beispiel das Minenbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Ja, das machen wir doch mal. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Nö. Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. Meine Freundin ist zu schwer. So. Na. Da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Ja. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut.
Selbst ist der Mann. DIY for the win. So, was haben wir denn noch hier? Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sag immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ja, das ist klar. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, das müssten wir uns jetzt aufschreiben. Also was Eckiges kann an das Runde, aber eine Klammer darf nicht an... Aber eine Klemme darf nicht an das Eckige. Also das Eckige darf an das Runde, aber das die Klemme darf nicht an das Eckige. Gut. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Wollen wir jetzt die ganzen Gespräche hier noch durch? Ja, wir machen die ganz kurz, dann haben wir alles hinter uns. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Das, ja. Ja. Das, ich weiß nicht, was Mauve heißt. Avionisch? Hat, glaube ich, irgendwas mit Fliegen oder Schweben zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da muss ich gerade mal passen. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja. Okay. Boah. Ja. Ein Dorsaler ist klar, Dor ist mehr wie BB, deswegen, das kann man sich merken. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Okay. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ja, ich hoffe, dass ich mir das alles merken kann. Ja. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Hier sind schon wieder Buchstaben im Hintergrund. Das sollte man immer genau beachten. Also da steht Seal, Steck. Keine Ahnung. So, Wartungsklappe, die machen wir mal auf. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel.
Avialer Stromumkehrer, okay. Was haben wir denn hier noch? Also das Skelett ist natürlich unübersehbar. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Hey, du. Nun komm schon da runter. Ups. Ein Bein reicht mir. Er hat doch einen Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Ugh, zu hoch. So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal unsere Erkenntnisse umsetzen hier bei der Reparatur des avialen Stromumkehrs. Vielleicht hilft uns auch das Skelettebein dabei. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Deswegen würde ich vorschlagen, ich gehe jetzt mal hier auf Speichern. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir uns an, ob wir das Ding hier repariert bekommen. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, macht's gut und bis morgen, liebe Leute. Tschüss. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Usser, er muss dann mal weg.